Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Im letzten Part haben wir das Loch der Loderschlangen fertig gemacht und könnten jetzt eigentlich schon zur Burg, aber ich möchte, wie immer, zuerst das Itemhaus machen. Oh, und dieses Mal sogar mit 4 Itemboxen, wie schwierig. Ja, ist jetzt auch kein Hexenwerk da, die Dinger zu finden. Aber ich denke, wenn man, gerade wenn man jünger ist, wird das schwieriger sein, da hinterher zu kommen. Also ist, denke ich mal, in Ordnung, dass das so gemacht wurde. Na gut, dann geht's weiter in den Turm. Trubel im Turm der bewegten Steine. Let's go. Ich bin mal gespannt, wie viele Level wir heute schaffen. Weil ich den Turm tatsächlich ziemlich gut kenne. Und hier auch etwas schneller durch kann als durch die anderen Dinger. Also bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Ach, Moment. Ja, kaum sagt das. Fast läuft er einfach an der Starcoin vorbei. So. Okay. Ja gut. Nehme ich mir halt hier eine neue. Ist da drüben was? Ja. Warner. Alles klar. Ja, ich könnte jetzt hier die Steine vorschieben, aber ich mach's auf Skill-Basis. Let's go. Ich würde gerne noch wissen, was hier drin ist. Zack. Nur eine Eisblume, okay. Ich habe gerade überlegt, was in der Röhre da links war. Aber da sind wir rausgekommen. Und ich dachte, die wäre am Boden gewesen. Aber alles gut. Warum ist hier eine Röhre? Ich glaube, das hat mich beim letzten Mal schon irritiert, als ich das gespielt habe. Das Level. Und ich denke, die hat tatsächlich gar nichts zu sagen. Alles klar. Schon wieder eine Eisblume. Also man wird ja auch mit Items zugespammt. Ich finde, das sollte ein bisschen zurückgeschraubt werden. Weil es sonst halt so einfach wird. Ja, wie gesagt, nicht wundern. Ich kann mich an dieses Dingen echt noch sehr gut erinnern. Boah, bin ich dumm. So, jetzt aber. Kurz warten. Alles klar. Jetzt können wir durch. Starcoin Nummer 3. Let's go. Aber ich denke mal, wir werden heute so 3 Level hinbekommen. Wenn man für die anderen halt 7 Minuten einplant und für diesen hier 5 Minuten müssten wir jetzt haben, ungefähr. Ja, kommt hin.
Ja, komm, hau rein. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Zack. Und mit Feuerblume geht es gegen Bum Bum. Ja, komm, kannst du deine Hexerei sparen? Das wird dir nicht viel, viel helfen. Falsche Richtung. Ich Idiot. Aber ich habe nach links gedrückt. Also frage ich mich gerade. Was passiert ist? Naja, kleiner Fail, ist auch egal. Weiter geht's. Und Kamek wirkt schon wieder seinen Zauber. Was genau geht hier vor sich? Antwort darauf ist wahrscheinlich einfach nur eine lustige Animation. Weil, wenn ich mich recht entsinne, macht das nicht wirklich was. Wobei. Ja, gut. Kommen wir später nochmal dazu. Also sehr viel später, am Ende des Let's Plays. Da ich jetzt nichts vorweggreifen möchte, auch wenn die meisten das Spiel schon kennen werden. Das ist ein cooler Bonusraum. Auch wenn er schon sehr einfach ist, ja klar, aber ich finde es nice, dass sie hier verschiedene Gegner mit reingebracht haben. Aus diesen Kanonen kommen gleich jede Menge Münzen und One-Ups geflogen. Du brauchst sie nur noch einzusammeln. Hast du am Ende mehr One-Ups als Bowsers, wirst du mit One-Ups belohnt. Alles klar, dann los. Ja. Zwei haben wir. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nee, immer noch fünf. Schon nein! Okay, fünf One-Ups. Alles klar. Fünf Stück sollte man immer mindestens hier rausnehmen. Ja, nice. Dann geht's jetzt endlich auch mal wieder ein richtiges Level rein, weil wir nicht den Platz für die Items haben. Das hier ist fünf. Nehmen natürlich alles chronologisch hier mit. Ist klar. So, da wir einfach so viel Kram im Inventar haben, werden wir auch einfach mal hier eine Eichel benutzen, um einen Stern. Warum nicht? Sandkuchenwüste 4. Spikes Sandkasten. Holy shit, okay. Mal ganz kurz. Okay. Anscheinend kann man die Dinger... Ah, hätte ich den Stern hier erweitern können? Ist das ein Sternlevel? Hm,
Das wäre natürlich jetzt richtig Premium gewesen. Aber naja, ich denke, das wäre sonst auch ein bisschen zu einfach, einfach nur mit einem Stern durchzurennen. Will ja auch niemand sehen. Wobei, so für zwischendurch. Ach, ich weiß es nicht. Also entweder da unten ist was. Oder da unten ist was. Aber jetzt mal im Ernst, warum ist die Röhre hier? Hier ist schon wieder ein Pfeil. Und der sagt mir, hier ist was. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo. Egal. Wir gehen erstmal weiter. So, selber Aufnahmesession. Schon wieder eine Unterbrechung. Also ich krieg's langsam das Kotzen hier. Ohne Witz, ne? Kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr mit Humor nehmen. So eine Scheiße muss man sich erstmal geben. Naja, was auch immer. Soll ja hier um das Let's Play gehen und nicht um private Streitigkeiten. Okay, hier geht's anscheinend weiter. Mit Mini Mario? Mit Mini Mario! Wie geil! Feier ich ja. Wie ich schon in Super Mario Tropical Freeze gesagt habe, wo die meisten den eher nicht mögen, bin ich wieder derjenige, der sagt, ja, Mini Mario, der ist schon geil. Hau ab. So. Und ist die dritte Star Coin. Ich krieg das Brechen, ey. Wo ist hier denn bitte? Wo ist hier denn bitte die zweite Starcoin? Die muss doch sonst auch hier in dem Bereich sein, oder nicht? Also ganz ehrlich, bin gerade ein bisschen überfragt. Ja, komm ey. Es wird wieder irgendwo eine random Ranke sein oder irgendwie so ein Shit. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber bevor wir hier einen Timeout kriegen, gehen wir schnell ins Ziel. Ja. Die werde ich reinschneiden müssen. Bis gleich.
Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wisst ihr, wie lange... Ne. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt hier rumgerannt bin. Für so eine lächerlich... Egal. Egal. Raus hier. Ja gut. Das war echt eine coole Starcoin. Danke Nintendo. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.